so Spektrum einprogrammieren, das macht langsam wirklich keinen Spaß mehr mit diesen ganzen Boxen und Einstellungsmöglichkeiten, ne? Mit und ohne Programmerbox. Also ich habe jetzt irgendwie, ich habe es wieder auf 7,4 Volt zurückgestellt. Jetzt bin ich hier noch mit beschäftigt, Telemetrie-Einstellungen, ne? Ich habe die jetzt mal alle rausgeschmissen, was da installiert wird bei Model, wenn man ein neues Modell erstellt, Helikopter einfach nur auswählt. Ich kriege hier lauter Warnmeldungen. Fakt ist, RX Receiver Voltage, das passt jetzt für mich, 7,4 Volt Minimum, 8,4 Volt Maximum. Auf 7,4 Volt ist es eingestellt. Also bewege ich mich, das sind also bis 8,4 Volt, 6 bis 8,4 Volt vertragen die Servos. 8 Volt braucht die Lichtversorgung, Unilight, geht aber auch, wie gesagt, mit 7,4 Volt. Ich habe es getestet, also das ist jetzt nicht das Ding. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier 7 Zellen anzeigt, da sind ja nur 6 Zellen drin. Es macht so null Spaß, Modelle einstellen. Die Anlage stürzte heute etliche Male ab. In Software mit einer Apple AirPort WLAN-Verbindung. Also es macht ja keinen Spaß, ne? In Hacker-Technologie. Und schaltest einen Helikopter ein, ist die erste Warnmeldung, die du kriegst. Das ist toll, ne? Das macht auch Spaß. Ich weiß nicht, was sich da Elektrotechniker haben wieder einfallen lassen. Spielen sie wieder rum mit ihren Volts und Amperes und auch gut, dass ich nicht wie mein Vater den Krempel studiert habe, ne? ESC 24.5 volts. ESC 24.5 volts. ESC 24.5 volts. ESC 24.5 volts. Ich weiß auch nicht. Bei dieser Einstellung. Es ist, für mich ist das total buggy, das System. Gut, dass ich den Krempel nicht jahrelang hinter Büchern studiert habe.